Jetzt passe ich genau durch die Tür. Ja, ich denke mal, dass da auch welche dabei sind, die einfach halt mal so abonnieren, weil das sind Leute dabei von der USA. Und da, oh, das ist ja noch so cooler. Ich denke mal nicht, dass die sich ein deutsches Let's Play angucken. Durch die Tür betrachtet sah dieser Ort wunderschön. Also jetzt sehe ich, dass hier alles völlig überwuchert ist. Da steht ein cooler Kartentyp. Ist doch egal. Entschuldige mal, aber was hast du hier im Garten der Königin zu suchen? Ach, das sind wunderbar. Hast du zufällig ein paar kleine Mädchen gesehen? Have you seen a little girl? Ich weiß weder über irgendwelche Mädchen noch über sonstige Angelegenheiten der Königin Bescheid. Bedauere, und wenn du mir nicht auf der Stelle sagst, was du hier zu suchen hast, rufe ich die königlichen Wachen. Und der andere war viel netter. Na gut, ich bin hier, um dir zu helfen. Wunderbar, ich muss die Pflanzen beschneiden und sämtliche Rosen anmalen. Oh, dürfen wir jetzt Rosen anmalen? Warum alles in der Welt musst du denn die Rosen anmalen? Damit sich die Königin ihrer Schönheit erfreuen kann. Das versteht sich doch wohl von selbst, oder? Ja. Aha. Noch mehr Irrsinn. Passt schon. Oh, ich mag Rachel. Soll ich dir helfen, die Rosen anzumalen? Nein, 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 nein. Das kann nur ein sachkundiger Gärtner tun. Hilf mir lieber, meine Gartengeräte und meine Farben zu finden. Sie sind nirgends zu finden. Ach, schade, darf ich keine Rosen anmalen. Okay, ich kümmere mich darum. Oh, ich wollte jetzt Rosen anmalen und keine Farbdosen suchen. Das ist gemein. Hippe? Das ist eine Hippe. Farblose Gartenhandschuhe, große Schere, Gärtnerhut, Hippe. Kleine Schere, Pinsel, Rechen, Schaufel, Schere, Spaten, Spitzhacke. Ich habe keine Ahnung, was eine Hippe ist. So gut kenne ich mich jetzt in Gartenarbeit auch nicht aus. Na, ich werde sehen. Eine Hippe. Ja, erster Schreiber, ganz furchtbar. Gut. Ich werde die im Übrigen bei mir kommentarlos löschen. Sowas will ich da gar nicht lesen. Nicht mal aus Spaß. Wir uns ja gleich mal verstehen. Ich finde das so nervig. Und so sinnfrei. Ist denn eine Hippe? Junge, was ist eine Hippe? Ich weiß es nicht. Das ist ein Schrank. Das ist ein Flamingo. Was ist das? Irgendwas Schwarzes. Das da? Ach. Das war für mich jetzt mehr. Tja, nein. Es sah nicht aus wie eine Sense. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was das war. Danke, du hast meine Geräte gefunden. Ach. Ja, man merkt, ich habe schon mal nicht mehr gespielt. Ich habe schon wieder das Lesen verlernt. Danke, dass du meine Geräte gefunden hast. Aber ich glaube, mein Handrechen fehlt noch. Such ihn bitte und bring ihn mir so bald wie möglich her. Denn wegen all dieser Verzögerungen könnte ich tatsächlich noch deine Hilfe beim Malen gebrauchen. Juhu! Hier am Pinsel, such nach Rosen und male sie bitte mit roter Farbe an. Ja, weiß ja, dass es keine Rose war. Kann ich weitergehen, zurückgehen? Nein, okay, es muss dann alles hier sein. Ach nee, ich kann da hoch. Die Sonnenuhr sieht ziemlich antik aus. Einige der Zahlen fehlen schon.
Es ist wirklich jammerschade, dass diese schöne Sonnenuhr so kaputt ist. Mal sehen, ob ich die Teile finden kann und die Uhr wieder zusammenfügen kann. Irgendwie erinnert mich das hier gerade ein bisschen an King of Thorns. Ich weiß gar nicht, ob ihr den... Nein, vermutlich kennt ihr das nicht. Ist ein Manga und ein Anime. Der Film kam dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr kam der Film raus. Auf DVD. Soll aber nicht so gut sein wie der Anime. Und ich sehe hier keine Rosen. Ach, jetzt darf ich durch. Ach, der Schrank war an der Tür. Ui, die armen Mädchen. Wie kann die Königin so was Grausames tun? Ich möchte euch helfen. Wie sperrt man die Käfige auf? Man kann sie nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Und die hat das weiße Kaninchen. Ich hätte mir gleich denken können, dass das Kaninchen dahinter steckt. Wo kann ich ihn finden? Und die Tageszeit ist ja normalerweise im Rosengarten. Ich habe gerade irgendwie Genickschmerzen. Keine Angst, ihr kleinen Mädchen. Ich hole euch hier raus. Beeil dich bitte. Wir haben schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Ist hier eine Rose zum Anmalen? Warum ist da so ein Flauscheball drin? Ich will diesen Flauscheball haben und den da. Ach, ihr seid mir egal. Da habt doch Wasser. Reicht doch. Aber hier gibt es keine Rosen zum Anmalen, ne? Schade. Irgendwie ist das gerade alles ein bisschen durcheinander hier. Sehr seltsam. Ja, ich soll Rosen anmalen. Ich sehe aber keine Rosen. Es fehlt mir noch von der Sonnenuhr. Ah, da hätte ich ja mal gucken können. Müsste denn hier irgendwo sein? Da? Nee. Da. Gut. Gehen wir mal zur Sonnenuhr. Machen die wieder ganz. Jetzt habe ich den Rechen. Das ist etwas hinter dem Blattwerk. Es ist der Handrechen des Gärtners. Den möchte ich sicher wieder haben. Er hat ja nur gesagt, dass er ihn wieder haben will. Da ist noch etwas. Da ist der Kaufvertrag von meinem Haus. Und er ist in Stücke gerissen. Wie ist er nur hierher gekommen? Ich muss ihn wieder zusammenfügen, sonst kann ich nicht beweisen, dass ich die rechtmäßige Besitzerin des Hauses bin. Worüber du dir jetzt gerade Gedanken machst? Ich meine, hallo, du bist hier im Wunderland und willst Mädchen retten und da sind Kaninchen, die dich köpfen wollen. Du denkst an den Kaufvertrag von deinem Haus. Ist ja auch nicht mehr ganz knusper. Hm. Irgendwie sah es, als würde das... Da kommt dann das da noch hin. Da. Da. Ach, geht doch mal alle aus dem Weg. Ihr liegt mir ja alle im Weg rum. Nein. Aber das kommt da. So. Und er verdeckt mir die ganzen Teile. Und das geht mir so auf den Keks. Mmh, Kekse. So. So. Das sind aber immer so komisch gerissene Stücke. So. Nur das da. So. Ja, ich zerreiß meine Papiere auch immer so seltsam. Er braucht da schon einen Reißwolf. So. Bitteschön. Kaufvertrag. Ja. Schön, Kaufvertrag. Brauche ich jetzt ganz dringend. Ich habe noch keine Rosen gefunden zum Anmalen. Hier ist dein Rechen. Übrigens, hast du zufällig das weiße Kaninchen hier irgendwo gesehen? Warum hat er mir jetzt die Schere gegeben? Hab ich. Ich pflanze regelmäßig weiße Kaninchen an. Ich habe hervorragende weiße Kaninchensamen. Okay. Das ist doch verrückt. Ich habe keine Zeit für solche Späße. Kaninchen sind keine. Es sind Tiere, keine Pflanzen. Verrückt oder nicht, seit Jahren ernte ich für die Königin weiße Kaninchen. Wenn du mir hilfst, einige Pilze abzuschneiden, schenke ich dir eins.
könntest du auch die Rosen zu Ende anstreichen, falls du noch nicht getan hast. Ich habe doch keine Rosen gefunden. Wie sind denn hier weiße Rosen zum Anmalen? Die haben zwar einen Haufen Blumen, das sind aber alles keine Rosen. Das da könnten Rosen sein, oder? Ah, ach so, die sind gar nicht weiß, die sind irgendwas. Na, toll. Hossa, die Waldfee. Ist mir vielleicht doch eine Rose? Ich sehe hier nur Dornen. Lass mich doch mal hier wieder weg. War ich hier drin? Das Puschle vielleicht? Nein. Was soll ich jetzt suchen? Pilze? Das da mit das da. Ja, reicht das schon? Oder da oben noch? Und da noch? Sind das Rosen? Sieht nicht so aus. Okay, ich habe jetzt Pilze für dich geschnitten und weiter? Ach, da oben im Himmel? Immer noch nicht alle. Sind hier vielleicht noch welche im Himmel? Da ist eine Gießkanne. Außen sehe ich hier keine. Zumindest keine, die ich anmalen kann. Hilft dem Gärtner, Pilze abzuschneiden und Rosen abzumalen. Ja, Pilze habe ich jetzt scheinbar alle. Es ist aber auch schlecht zu erkennen. Ich spiele das ja schon auf Vollbild. Das da? Ah, hab dir falsch angeklickt. So, jetzt, dankeschön. Du brauchst einen Spachtel, Samen, Dünger, eine Gießkanne, die habe ich schon gesehen, und eine Heizlampe. Du musst diese Gegenstände jedoch in der richtigen Reihenfolge benutzen, sonst wächst der Samen nicht. Sobald du alles hast, kannst du den Kaninchensamen in die Erde vor den großen Flamingo pflanzen. Und da. Was brauche ich jetzt? Spachtel, Dünger, Wasser und eine Heizlampe. Da hole ich jetzt erstmal die Gießkanne. Eine Heizlampe. Das ist natürlich die Frage, wie sieht sie denn hier aus? Oh, was war das denn jetzt? War das vielleicht der Dünger? Ach, ich musste gerade mein Headset ein bisschen richten. Na, ich kann nicht kein Wasser wegnehmen. Sowas aber auch. Ah, das ist der Spachtel. Spachtel. Entweder schlecht übersetzt oder es ist wirklich ein Spachtel und kein Spaten.